Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Ein Sonntag neigt sich dem Ende zu. Manch einer liegt jetzt im Bett oder auf dem Sofa und hat ein bisschen Magengrimmen vor morgen. Morgen ist Montag, die Arbeitswoche startet und ja, auch ich habe manchmal das Gefühl, oh, scheiß Montag, hoffentlich geht nichts schief diese Woche, hoffentlich läuft alles glatt. Es wird alles gut gehen, denn ich habe heute Abend ein paar Gedichte von verschiedenen Autoren aus dem Buch Schlimmstenfalls wird alles gut. Und da lese ich euch jetzt was draus vor. Und zwar Untertitel des Buches Gedichte der Gelassenheit. Von Hans Magnus Enzensberger, Empfänger unbekannt. Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe. Für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E, und für das Koffein und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf ganz besonders. Und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen, inständigen Dank. Meinetwegen auch für die Wühlmäuse draußen im Garten. Ich kann den Namen des Autoren nicht lesen. Meine polnischen Freunde werden es wissen, wie man es ausspricht. Wisława Szymborska, Vermeer. Solange diese Frau aus dem Rijksmuseum in der gemalten Stille und Andacht Tag für Tag Milch aus dem Krug in die Schüssel gießt, verdient die Welt keinen Untergang. Elisabeth Borchers, Zukünftiges. Als alles vorbei war, Krieg und Frieden, Mann und Frau, Form und Inhalt, als die Sonne auf- und untergegangen war, samt Mond und Sternen und den Musikalien des Himmels und der Erde, setzten wir uns und warteten auf das, was kommt. So, ein letztes mache ich noch für euch. Wir sind bei 2 Minuten 44. Meine Berater haben gesagt, die von YouTube, mach immer so um die 4 Minuten länger, passen die Leute sowieso nicht auf. Unser Dorfpfarrer sagte mal in Hofgeismar, du kannst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Aber 20 Minuten hatten wir hier ganz selten nur. Von Marie-Louise Kaschnitz. Auferstehung. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Und ein letztes vom guten alten Heinrich Heine. Wo? Wo wird einst des Wandersmüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein? Werd ich wo in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand oder ruhig an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Es ist halt, wie es ist und wie der Kölsche sagt, es hätte noch immer Jod gegangen. Ich wünsche euch von Herzen eine schöne neue Woche. Morgen geht es hoffentlich schon los mit den Gedichten, wenn Amazon mich nicht mit dem Buch im Stich lässt. Kleiner Hinweis, kauft nicht bei Amazon, kauft im örtlichen Buchhandel. Der hat nur leider momentan zu. Wenn ich morgen mein Märchenbuch geliefert bekomme, dann geht's morgen weiter mit Märchen. Ich wünsche euch von Herzen eine gute Nacht.